Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, Frau Dr. Nestle, das ist immer wieder erheiternd, aber gleichzeitig auch erschreckend, wie Sie also hier Elemente der Planwirtschaft so hoch jubeln. Denn diese Gesetze, die Änderungsgesetze, das ist ja einfach nur Ausdruck einer chaotischen Politik, die versucht zu retten, was planwirtschaftlich in die Welt gesetzt worden ist, nämlich hohe Strom- und Gaspreise. Und auch hier bitte. Wieder muss ich wieder Sie korrigieren und ich mache das gerne immer jedes Mal. Die Gaspreise sind so hoch, weil die Bundesregierung indirekt Putin gebeten hat, uns also den Hahn zuzudrehen. Die Bundesregierung hat gesagt, sie will kein Gas mehr haben und die Russen haben dann entsprechend auch reagiert und kein Gas mehr geliefert. So rum war es. Und die Gaspreise davor, waren um das 4- bis 5-fache niedriger und schon lange vor dem Krieg. Und Russland hat also nichts mit diesen hohen Gaspreisen zu tun. Und ähnlich bei den Strompreisen. Sie haben ja unsere Stromversorgung hier eingeengt, uns die Kernkraftwerke genommen, weltdümmste Energiepolitik, wie es World Street Journal sagt. Und dem muss ich mich vollumfänglich anschließen. Und jetzt gucken wir mal hier genau in dieses Änderungsgesetz zur Änderung, zur Änderung, zur Änderung und so weiter. Schauen wir mal, was der Normenkontrollrat sagt. Also er kann nichts feststellen, dass alternative und preiswertere Regelungen geprüft worden sind, wie auch das Gesetz ist ja zusammengeschustert worden und die Ampelregierung und die Ampelkoalition, die prüfen ja gar nicht mehr, setzen einfach etwas in die Welt, schauen, dass das nicht klappt und versuchen dann herumzudoktern. Aber lassen wir doch einfach mal die Planwirtschaft sein. Kommen wir doch mal wieder zurück zur Marktwirtschaft. Kommen wir doch mal wieder zurück zu Preisen. Da müssen wir natürlich das Angebot auch entsprechend erhöhen mit Kernenergie und mit allem anderen, was uns zur Verfügung steht. Aber nein, Sie müssen unbedingt wieder neue Bürokratie aufbauen. Und der Normkontrollrat sieht dann auch erheblichen Erfüllungsaufwand für Bürger und Wirtschaft. Also die Energielieferanten, die müssen jetzt Daten liefern. Die Energielieferanten müssen der Prüfbehörde konkrete Anhaltspunkte für die Überschreitung der Höchstgrenze ihrer gewerblichen Letztverbraucher melden. Also wie in der DDR. Die Unternehmen werden im Rahmen eines Feststellungsverfahrens der Prüfbehörde zur Mitwirkung verpflichtet, wie in der DDR. Weicht die bei der Prüfung festgestellte Höchstgrenze der Entlastung von der durch das Unternehmen zu erklärten Entlastungshöhe ab, hat das Unternehmen eine weitere Selbsterklärung abzugeben, wie in der DDR. Betreiber von Stromerzeugeranlagen, die vorläufige Angaben zur Höhe der Überschusserlöse und Abschöpfungsbeträge an die Netzbetreiber gemeldet haben, müssen die endgültigen Werte an die Netzbetreiber mitteilen. Und ferner sollen Vermieter und Gemeinschaften von Eigentümern verpflichtet werden, in den Abrechnungen jeweils auch die individuellen Entlastungsbeträge des Mieters oder des Wohneigentümers ausweisen. Also auch wieder wie in der DDR. Und wie in der DDR muss jetzt also der Heizstrom subventioniert werden. Warum? Weil nämlich jetzt klar ist, mit diesen hohen Strompreisen lohnt sich auch eine Wärmepumpe nicht mehr. Deswegen wollen sie also den Heizpreis jetzt deckeln. Und nichts anderes steht dahinter. Aber wenn sie einfach mal die Strompreise senken würden mit Erhöhung des Angebotes, dann bräuchten wir das alles nicht mehr. Wenn wir einfach die Gasversorgung wieder mal vom Kopf auf die Füße stellen, dann bräuchten wir das alles nicht mehr. Bitte kommen Sie weg hier von dieser planwirtschaftlichen Überforderung unserer Wirtschaft. Kommen wir mal wieder hin zur Marktwirtschaft, denn das wollen die Leute, nichts anderes. Dankeschön. Für die FDP-Fraktion hat das Wort der Kollege Michael Kruse.